It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wir machen mal ein neues Video wieder im EA 24. Dafür brauchen wir dann gleich die Manager-Karriere. Aber erstmal erkläre ich euch erstmal, wie dieses Video abläuft. Ich habe mir letztens ein Video angeguckt von einem anderen YouTuber, der mich auf diese Idee gebracht hat. Der Hansus, ich hau das Video auch einmal in die Videobeschreibung. Darum ging es nämlich darum, wer gewinnt die Champions League, wenn die schlechtesten Mannschaften aus jeder Liga in der Champions League spielen würden. Also natürlich nicht die Top 4 der Bundesliga, sondern anstelle halt die drei Mannschaften, die runtergehen. Also die letzten drei zum Beispiel. Also habe ich mir gedacht, ich versuche das auch mal und guck mal, wie es bei mir rauskommt. Dafür guckt man sich die 5-Jahres-Wertung an. Und darauf rechnet man einen Platz als runter. Das heißt, Deutschland hat zum Beispiel 4 Plätze. Also hat Deutschland bei uns in unserem Video 3 Plätze. Und am Ende des Tages kommen wir dann auf 29 Mannschaften. Dann brauchen wir aber 32 für die Champions League. Deswegen gibt es da nochmal ein extra Turnier in was wir machen für die Mannschaften aus Rest der Welt, nur die europäischen Vereine, und da sehen wir dann auch, wer die schlechtesten drei, die qualifizieren sich dann für unsere UEFA Crap Champions League. Ich hoffe, es ist alles verstanden. Ich glaube, es wird sich dann sehen in dem Video selbst, und dann starten wir einfach eine neue Manager-Karriere. Damit wir auch keinen Einfluss nehmen auf die europäischen Ligen, nehmen wir auch ein Team aus einer nicht-europäischen Liga. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal Central Coast aus Australien. Kommen wir zu dem wichtigen Thema. Wir gucken uns die Ligen an. Das ist jetzt die argentinische Liga. Die interessiert uns nicht wirklich. Die erste Liga, die wir uns angucken, und gucken, wer sich dann für die Champions League qualifiziert hat, ist die belgische Liga, und da wurde der letzte, der Kas Eupen, 18 Punkte. Ja, hat einen Wettstreit mit dem Westerlo, mit KFVC Westerlo, aber das ist klar schlechtere Torverhältnis. Also Kas Eupen qualifiziert sich dann schon mal für die Champions League. Und jetzt kommt direkt schon die Bundesliga. Also die Bundesliga bin ich jetzt sehr gespannt. Dortmund wird Meister, und auf dem letzten Tabellenplatz landen Heidenheim, Köln und Bochum. Genau, Belgien hat ja nur einen Platz, weil die haben normalerweise, glaube ich, auch nur einen Platz in der Champions League, und somit halt die Bundesliga 4, dahin abgerechnet 3, also Bochum, Köln und Heidenheim sind drin. Stuttgart hat sich drum beworben, aber ja, knapp gescheitert mit einem Punkt. Und dass sie mit 30 Punkten die Klasse halten, auch wieder sehr geil. Die nächste Liga ist die dänische. Die hat auch nur einen Platz. Und die sind ja hier nicht ganz fertig, weil die ja dann irgendwie noch eine zweite Ausscheidung haben. Aber wir zählen das jetzt hier trotzdem rein. Und da ist letzter Platz Silkeborg IF mit gerade mal 15 Punkten. Also herzlichen Glückwunsch an diese Mannschaft. Ihr seid in der Champions League. Boah, und jetzt kommt schon die Premier League. Die Premier League hat 4 Plätze logischerweise normalerweise. Und normalerweise wären das solche Mannschaften wie, ja gut, Chelsea nicht, aber Man City oder Arsenal. Und hier ist es dann die letzten 3. Burnley, Sheffield United und Luton Town. Oh, und Luton Town mit geisteskranken Abstand. 10 Punkte Rückstand auf den 19. Gut, Luton Town haben die meisten wahrscheinlich erwartet. Burnley oder Sheffield, ja, auch wahrscheinlich erwartbar, aber trotzdem sehr, sehr starke Teams, muss ich sagen. Wahrscheinlich auch die Favoriten. Nächste Top-Liga, Frankreich. Frankreich hat 3 Plätze, auch für diese bei uns. Und da ist es Lorient, Le Havre und der FC Metz. Boah, okay. Auch die drei
dürfen sich freuen über die Teilnahme in der Champions League. Nächste Liga ist die italienische Liga, die Serie A. Mal gucken, wer da was zu bieten hat. Juve wird einfach nur Sechster, geisteskrank, Grottensaison. Und auf den letzten Plätzen landet Empoli, Frosione und Cagliari. Boah, jetzt kommen wir zu den Niederlanden. Die Eredivisie in echt wäre da Ajax unten, hier ist Ajax oben. Sehr, sehr interessant. Die Niederlande haben zwei Mannschaften, weil die normalerweise drei Mannschaften auch in die Ding bringen können. Hier ist es der PEZC Zwolle und Excelsior. Nie von diesen Mannschaften gehört. Nächste Mannschaften, nächste Liga, die wir uns angucken, ist Norwegen. Die sind hier noch mitten in der Saison, aber wir zählen das jetzt einfach mal trotzdem rein, weil wenn ich das jetzt noch zwischendurch gemacht hätte, wäre das noch verwirrender gewesen, glaube ich, für alle. So ist es hier sowieso nur eine Mannschaft und das ist HamKam Football. Wow, die haben 7 Punkte nach 11 Spieltagen. Respekt an diese Truppe. Kommen wir zu der polnischen Liga. Die sind in dem Fall schon fertig und die haben auch einen Platz. Und es ist nicht Legia Warschau, sondern es ist Corona Kielce. So, nach Corona Kielce gehen wir in die portugiesische Liga. Portugal hat auch nur eine, weil die haben immer so also zwei Mannschaften, die so mitkommen in die Champions League, manchmal vielleicht auch einen dritten, aber meistens zwei, wenn wir die 5-Jahreswertungen betrachten. Somit ist es dann nur einer. Und hier trifft es Estoril Praia. Nächste Liga ist Irland, da setzt sich der ja, UCD AFC dazu. Das ist mit Abstand die schlechteste Mannschaft hier. Also die werden hier wahrscheinlich komplett auseinandergenommen in der Champions League. Aber dürfen sich über Champions League mal freuen. Dann kommen wir zur Superliga aus Rumänien. Das ist auch wieder nur eine Mannschaft. Und hier ist es, oh mein Gott, was ist das für ein Name? SC Otelul Galati. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Die werden hier Letzter in der Liga und qualifizieren sich damit für die Champions League. Dann gehen wir ein bisschen höher in den Norden Richtung Schottland. Die Rangers werden Meister und Ross Country, die qualifizieren sich für die Champions League mit 5 Punkten Abstand auf den Vorletzten. Respekt an der Stelle. Ab nach Schweden, die sind hier noch ein bisschen drinne. Gucken jetzt aber trotzdem mal. Letzter Platz im Moment ist Halmstads BK. Jetzt kommen wir mal wieder zu einer Liga, wo man vielleicht den einen oder anderen Verein kennt. Die Schweiz. Die Young Boys werden hier Meister. Und letzter wird Yverdon Sport FC. 30 Punkte, knapp hinter Winterthur. So, die letzte Top 5 Liga, die spanische Liga. Die haben jetzt nochmal drei Vereine. Real Madrid wird hier Meister. Kann man sich auch gut in echt vorstellen. Atletico wird hier einfach nur Siebter. Interessant. Mal gucken, wer die unteren Plätze nimmt. Valencia. Granada wird 18. Dann Almeria auf der 19. Und Las Palmas auf der 20. Ihr drei, ab in die Champions League. Digga, und Valencia hat ein Tor gefehlt. Das ist ja krass. Ab in die Türkei. Ein Platz für die Türkei haben wir hier zu vergeben. Mal gucken, ob es einen Istanbuler Verein erwischt. Ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften die haben. Anscheinend 20. Und der letzte Platz ist Alanyaspor. So, und jetzt geht's in die letzte Liga. Das ist die österreichische Fußball-Bundesliga. Und da ist der letzte Platz. Die Austria Klagenfurt 15 Punkte. Das ist auch sehr, sehr bitter. Aber gut, dass ihr so schlecht spielt, denn damit seid ihr in der Champions League. Ja, und hier seht ihr die restlichen Mannschaften, die sich noch qualifizieren können für diese Champions League, für diese unnormale Champions League. Das sind die ganzen Rest der Weltmannschaften, die aus Europa kommen. 13 Mannschaften sind es an der Zahl. Und ihr könnt ja gerne mal eure Tipps abgeben, wer denn hier der Letzte sein wird oder wer überhaupt dieses ganze Video am Ende als Sieger abschließt. Und wir gucken jetzt mal, wer das Ding als letzte drei abschließt. Und da sind wir schon am Ende des Turniers angekommen. Wir
haben jetzt das Turnier beendet und waren insgesamt zwei, also jedes Team hat zweimal gegeneinander gespielt, das heißt insgesamt 24 Spiele. Wir gucken auf die Tabelle und sehen erstmal die Mannschaften, die sich nicht qualifizieren für die Dinge. Das sind zum Beispiel Slavia Prag, Athen, Kiew, Ferencváros, Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Pilsen, Schachtar Donetsk, Panathinaikos. Und da wir ja von 13 Mannschaften haben, müssen also 13, 12 und 11 sich qualifizieren. Das heißt, wir gehen allen runter. PAOK ist auch weg und damit qualifizieren sich für die Champions League Helsinki. Die kennen bestimmt die einen oder anderen, die jetzt die Eintracht-Gruppe verfolgen in echt auf jeden Fall. Hajduk Split und Apoel Nikosia. Also, da haben wir doch schon auch ein paar Mannschaften, die auch Europacup-Erfahrung haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Favoriten sind, aber ich schätze sie schon so gut ein, dass man vielleicht den einen oder anderen auf jeden Fall zumindest in der K.O.-Runde sehen wird. Teams verstehen, machen wir jetzt natürlich auch eine UEFA Champions League Auslosung. Alle Teams stehen fest und wir werden jetzt den Zufall entscheiden lassen, wer da auf wen in der Gruppe trifft. Es wird so sein, dass ich jetzt das Rad hier einmal drehe, logischerweise, und die erste Mannschaft, die gezogen wird, geht in die Gruppe A. Die zweite geht auch in die Gruppe A, die dritte in die Gruppe A und so weiter und so fort. Und es dürfen logischerweise nicht dieselben Mannschaften in die Gruppen, also aus demselben Land nicht in die Gruppe. Das heißt auch jetzt als Beispiel, wir ziehen den ersten FC Köln, danach den VfL Bochum. Heißt es dann natürlich, dass der VfL Bochum dann eine Gruppe weitergeht. So einfach die Regeln an der Stelle. Und dann fangen wir mal an mit der Auslosung. So, als erstes trifft es den österreichischen Kandidaten, die Austria Klagenfurt. Die treffen in die Gruppe A rein. Gelost wird, ist ein niederländischer Vertreter. Der eine der beiden, nämlich Zwolle, auch in Gruppe A. Dabei ist Alanyaspor. Letzter Teilnehmer in der Gruppe A ist Estoril Praia, der portugiesische Kontrahent. Kommen wir zu Gruppe B. Da kriegen wir Apoel Nikosia. Ja, sieht so aus, genau. Apoel Nikosia kommt in die Gruppe B hinein. So ein schöner Name, wirklich. Die gehen auch in die Gruppe B. Ja, und dann haben wir einen aus den ersten Top-Ligen mal, Las Palmas. Und dazu gesellt sich Hajduk Split. Den Anfang in Gruppe C macht Sheffield. Als zweiter in der Gruppe losen wir den KAS Eupen. Weiter geht's mit dem FC Metz. So, hier nochmal im Überblick die ganzen Gruppen unserer Champions League. Ja, es wird wirklich wild. Eine Sache gibt es, vielleicht ist auch dem einen oder anderen schon aufgefallen. Ja, man kann leider nur zwei französische Mannschaften reintun. Also hab ich das jetzt so gemacht, habe nochmal geguckt. Also 18. Also letzter wurde ja Metz, dann Le Havre war dann auf dem vorletzten. Und Lorient war drittletzter, deswegen haben wir Lorient rausgenommen. Dafür ist PAOK reingekommen. Die sind in dem Turnier ja Zehnter geworden. Die sind dafür jetzt reingekommen für Lorient in die Gruppe. Wir haben dann einmal Le Havre in die Gruppe F getan für Lorient und PAOK dann als Gruppenkopf in die Gruppe G. Ja, trotz alledem wird das trotzdem sehr, sehr wild. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer das Ding gewinnt. Ja, und da sind wir im Champions League Menü. Also, ich werde jetzt, kurze Sache, ich werde jetzt jedes einzelne Spiel von denen simulieren. Leider gibt es ja hier keinen Kalender. Das heißt, wir müssen hier über die Schnellsimulation gehen. Da wird jedes Team, es wird einmal komplett schnell simuliert, jedes Spiel. Und ja, wird auf jeden Fall anstrengend, aber kriegen wir schon hin. Und dann gucken wir mal, wer da sich in den Gruppen durchgesetzt hat. Die Gruppenphase ist abgeschlossen und wir gucken uns mal gemeinsam an, wer weitergekommen ist. In der Gruppe A setzt sich der PEC Zwolle durch mit 12 Punkten vor Estoril Praia, Klagenfurt und Alanyaspor beide raus, obwohl Klagenfurt sehr knapp gescheitert ist. Gruppe B setzt sich Hajduk Split und Apoel Nikosia durch.
Excelsior mit 6 Punkten, Las Palmas sehr schwach mit gerade mal 3 Punkten unterwegs. In der Gruppe C der FC Metz und der erste FC Köln durchs Torverhältnis. Sheffield United überraschend raus aus meiner Sicht und Kasseupen, ja, kaum eine Chance gehabt in der Gruppe. Gruppe D gewinnt Almeria vor Luton. Bochum verabschiedet sich, aber ihr seht, wie knapp das war. Aber Bochum hat halt einfach das letzte Spiel nicht gewonnen und auch nicht gegen den rumänischen Mitkonkurrenten Galati. Gruppe E gewinnt Everton Sport mit 11 Punkten vor Empoli, die holen 10 und Granada ist mit 8 Punkten raus. Ja, Burnley siegt in Gruppe F mit 13 Punkten vor Le Havre. Im direkten Vergleich hat halt Burnley gewonnen und Frosinone fliegt raus in der Gruppe mit Sieg. Silkeborg. Die Gruppe G gewinnt PAOK vor Heidenheim. Aber PAOK ganz klar 16 Punkte, Heidenheim 6, Corona Kielce 5 und der UCD AFC am Ende. Also da war es richtig knapp um Platz 2. Helsinki gewinnt die Gruppe H vor Calgary und Halmstad und HamKam beide raus. Ja, im Achtelfinale treffen damit Köln auf den Iverdon Sport, Estoril Praia auf Burnley, Calgary Calcio gegen Metz, Le Havre gegen Zwolle, Apoel Nicosia gegen PAOK, Heidenheim gegen Hajduk Split, Empoli Almeria und Dudentown gegen Helsinki. Gerne mal in die Kommentare auch gerne mal schreiben, wen ihr hier von diesen 16 Mannschaften vorne seht. Das Hinspiel im Achtelfinale Köln gegen den Iverdon Sport gewinnt der erste FC Köln mit 1 zu 0. Das zweite Achtelfinalspiel zwischen Estoril und Burnley geht 1 zu 1 aus. Calgary und Metz trennen sich auch 1 zu 1 unentschieden im Hinspiel. Le Havre gewinnt dafür deutlich gegen Zwolle mit 3 zu 0. Apoel Nicosia gewinnt gegen PAOK das Hinspiel mit 3 zu 2. Während Heidenheim im Hinspiel gegen Hajduk Split unentschieden spielt. Empoli verliert das Hinspiel mit 2-1 zu 2 zu Hause gegen Almeria und Luton Town gegen Helsinki endet 2 zu 2 unentschieden. Rückspiel zwischen Metz und Calgary. Calgary setzt sich durch mit 2 zu 0 und zieht damit ins Viertelfinale ein. Auch im Viertelfinale ist Le Havre, die gewinnen das Rückspiel 2 zu 1 und insgesamt mit 5 zu 1 weiter. Der erste FC Köln kommt auch ins Viertelfinale, schlägt Yverdon Sport auch im Rückspiel mit 2 zu 1 und Burnley gewinnt das Rückspiel mit 2 zu 1 gegen Estoril Praia und ist damit auch im Viertelfinale. Almeria kriegt ihren Vorsprung nicht durch. In der Verlängerung schlägt Empoli Almeria mit 4 zu 1, damit insgesamt 5 zu 3 und damit ist Empoli weiter und Almeria raus. Nach der ersten Aufholjagd gucken wir mal, was Luton Town macht. Luton Town gewinnt mit 3 zu 2 das Rückspiel, damit weiter Helsinki raus. Nach einer guten Gruppenphase heißt es am Ende das Achtelfinale aus. Auch PAOK ist raus, 1 zu 1 am Ende gegen Apoel Nicosia und damit die Zyprer weiter. Und im letzten Achtelfinalspiel schmeißt der erste FC Heidenheim Hajduk Split raus und ist damit auch im Viertelfinale. Hier einmal die Übersicht der Viertelfinalpartien. Apoel Nicosia gegen den ersten FC Köln, Heidenheim gegen Le Havre, Calgary gegen Burnley und Luton Town gegen Empoli. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Bei vielen ist der Traum schon ausgeträumt, aber Köln lebt ihn noch weiter. 2-1 Hinspielsieg gegen Apoel Nicosia. Heidenheim, die ihren Favoriten rausgeschmissen haben, aus meiner Sicht, gewinnen auch das erste Hinspiel mit 2 zu 1 gegen Le Havre. Calgary und Burnley trennen sich erwartungsgemäß 1 zu 1 unentschieden im Hinspiel. Und auch im zweiten englisch-italienischen Duell geht es ein Unentschieden 1 zu 1 zwischen Luton Town und dem FC Empoli. Jetzt muss aber einer gewinnen. Burnley oder Calgary, wer ist am Ende durch? Burnley schafft es, 3 zu 2 Sieg über Calgary, über die Verlängerung muss es da gehen, wo Gudmundsson dann den entscheidenden Treffer fürs Halbfinale schießt. Empoli gegen Luton Town, auch da setzt sich die englische Mannschaft durch, auch da über die Verlängerung nach Führung von Empoli gewinnt Luton Town durch Adebayo
mit 3-1 schafft das Köln auch das Halbfinalticket zu lösen. Ja, ganz, ganz knapp 2-1 Niederlage nach 120 Minuten. Dann aber ein 2-0 Elfmetersieg. Waldschmidt und Kainz treffen, werden alle anderen verschießen. Die Kölner am Ende glücklich, aber im Halbfinale. Und Heidenheim wird es ihnen natürlich nachmachen. Gewinnen auch das Rückspiel mit 1-0 und damit 3-1 insgesamt. Damit stehen die Halbfinalpartien fest und es ist ein deutsch-englisches Halbfinale. Heidenheim gegen Burnley und Köln gegen Luton. Also beide Länder sozusagen haben die Chance, ein Finale unter sich zu machen. Die englischen Mannschaften sind da schon, glaube ich, eher die Favoriten in der Hinsicht. Aber Heidenheim holt zu Hause ein 1-1 gegen den FC Burnley. Kölner zu Hause, auch die nur ein 1-1. Waldschmidt und Kainz für Köln und Chong und Gillis mit den Treffern für Luton Town. Das Rückspiel bei Luton Town gewinnt der erste FC Köln und steht damit im Finale der Champions League. Waldschmidt mit einem Dreierpack, der hilft den Kölner natürlich immens und damit das Finale für den ersten FC Köln. Auch bei Burnley gegen Heidenheim muss es einen Sieger geben. Da ist der Sieger Burnley und damit steht der FC Burnley mit dem 2-1 Sieg über Heidenheim im Finale. Heidenheim verpasst knapp eine kleine Überraschung. Damit steht das Finale fest. Burnley gegen den ersten FC Köln. Also von den schlechtesten Mannschaften sind es hier die beiden besten davon, nachdem wir das gemacht haben in unserer Simulation. Also Burnley gegen den ersten FC Köln. Das Finale werden wir uns natürlich jetzt gleich angucken. Da sind wir beim Champions League Finale. Hier sind die Mannschaften. Stelke macht sich warm. Wir hören ein bisschen die Champions League-Hymne rein und genießen ein bisschen das Ambiente. Köln gegen Burnley, das Champions League-Finale unterwegs. Ich werde nicht lügen, wenn ich sage, dass es mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich mir je angucken musste. Also, es verdient schon. Worst League, es ist nicht mehr die Champions League, es ist wirklich die Worst League. Und ich verstehe auch, warum Köln und Burnley ja in der Simulation so schlecht abgeschnitten haben. Wenn so Real Madrid und BVB spielen, dann mache ich das Champions League Finale nach der ersten Halbzeit direkt wieder aus. Also das ist ja unfassbar schlecht. Keine der beiden Mannschaften hat überhaupt einen Abschluss bis hierhin gehabt. Also nicht wundern, wenn die erste Halbzeit komplett weggeschnitten ist. Ja, jetzt vielleicht mal die Kölner, gut gespielt. Keins findet Meiner nochmal. Meiner auf Uth und Uth trifft 1-0 für den ersten FC Köln. Das war der erste Torschuss. Es war legit der erste Torschuss und der ist drinne. Das nenne ich Chancenverwertung. Vielleicht schaffen es die Kölner mit so einer Chancenverwertung die Klasse in echt zu halten. Marc Uth mit dem 1-0 im Champions League Finale. Das war der erste Torschuss, aber auch ganz zum ersten Mal auch nicht so gut verteidigt von Burnley. Also Köln geht in Führung mit 1-0. Mal gucken, ob Burnley eine Antwort hat. Wie gesagt, es war der erste Schuss im Spiel. Ich glaube nicht dran, aber mal gucken mal. Oh, jetzt vielleicht mal schneller beigewinnen. Jetzt die Möglichkeit frei durch Burnley. Jetzt muss er schießen. Schieß doch einfach. Was macht der denn da? Ich glaube es nicht. Und es ist vorbei. Es ist vorbei. Der erste FC Köln gewinnt die Champions League. Das. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es ist. Also, verdient haben sie es, weil sie haben im Gegensatz zu Burnley wenigstens aufs Tor geschossen, aber. Ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, da überhaupt das in Worte zu fassen. Aber an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Köln, der dieses Experiment gewonnen hat. Natürlich ist es auch sehr cool, dass es eine deutsche Mannschaft ist. Und ja, hier haben wir den berühmten Henkelpott. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer den holt in echt, Real Madrid oder Borussia Dortmund. Hier bei uns, in unserem kleinen Experiment, gewinnt ihn der erste FC Köln. Herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Der erste FC Köln gewinnt dieses Experiment
und ist damit Champions League-Sieger. Oder Worst League-Sieger? Könnt ihr euch auch so. Ja, und mit diesen Jubelszenen verabschiede ich mich aus dem Video. Wir sehen uns in einer neuen Folge wieder oder in einem anderen Projekt. Ich bin raus und tschüss!